So, wir sind auch ratzfatz wieder zurück. Ich muss gucken, wie ich da hinlaufe. Ich habe nämlich keine Ahnung, weil ich sehe hier nur Berge. So, wie komme ich da oben hin? Das ist die nächste Frage. Hier sind irgendwelche... Was ist denn das? Hä? Hä? Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall muss ich irgendwie... Ah. So, yeah, ich komme... Irgendwo. Nein, runtergefallen. Komm ich da hoch? Nein. Hüpf, hüpf, hüpf. Ich komme nicht hoch. Verdammt. Wie komme ich denn da rein? Oh. Ups. Juhu. Da, ich bin da, oder? Bin ich da? Okay. Okay, ich bin im Zeitriss. Ah! Level 28. Hä? Kommen jetzt äußerst seltene Pokémon oder was? Alter, aus was hat mich gesagt. Ich hab sogar eins gefangen, ist ja Wahnsinn. So. Aber was ist jetzt das Besondere hier drin? Aua! Ich dachte jetzt hier kommen irgendwelche äußerst seltenen Tiere. Das ist wie die gleichen, die vorher da waren. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich einfach noch Alter, zu schwach bin. Okay, gut. Das war jetzt nicht so berauschend. Und ich muss hier unten hin. Dafür muss ich... Muss ich hier rüber. Hier besteht keine Möglichkeit. Das heißt, ich muss von hier irgendwie hier runter. Okay. Ah ne, von da kommen wir, glaube ich, gar nicht runter. Stimmt's? Ich muss von hier darunter. Okay. So. Ja. Lass mich erstmal meine Pokémon heilen hier. Und natürlich wechsle ich jetzt meine Pokémon. Ich hole mir doch das Starter-Pokémon da, was ich gefunden habe. Ganz zufällig. So. Pokémon. Knospi. Knospi? Den neu bekommen. Bewegen. Einsetzen. Da, Chest. Bewegen. So. Das Level hatten der 25 und ist immer noch nicht gestiegen. Wo habe ich jetzt mein 25 Boden? Ganz Pokémon. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Irgendwo hier runter. So, ich setze mal den Marker ein. Ah ja, coole Sache. Oh, immer noch.
So ein Maisding. Aber hier gibt es kein Mais. Ach, wo ist der jetzt schon wieder hier? Ach, da. Wuhu, nein, falscher Knopf. Ah. Wäre ich gesprungen, hätte es geschafft. Falscher Knopf. Falscher. Ja. Okay. Ah, das sieht nach Mais Ding jetzt aus. Was ist das? Bauchknolle. Okay. Was ist das? Klibunkel. Klibunkel. So, wie sieht denn hier überhaupt mein Eintrag aus? 18. Bei 30 gibt es immer Boni, ja? Ah, da, das habe ich doch gesucht. Zack. Was ist das hier? Oh mein Gott, da greift mir schon wieder alles ein. Denn da? Oh mein Gott! Was ist das? Ups. Ein Hippo! Hippopotas. Okay. Da hinten ist ein Riesen-Hippopotas. Ich soll schon mal hier fahren. Na, zu spät! Zu spät und tschüss! So, machen wir mal unser Story-Modus hier. Da bist du ja. Das hat aber gedauert. Ja, tut mir leid, ich wurde aufgehalten. Ursaluna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Wenn ich eine Melodie auf meiner Elisenflöte spiele, zeigt es sich sofort. Ey, das ist mein Sound, Mann. Was soll denn das? Nun zeigt Ursaluna, wie stark du bist. Aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Perl-Clan ist. Es ist dir nicht gestattet, es zu fangen. HD. So, was soll ich denn machen? Einfach nur kämpfen. Level 26. Komm! Ey, komm mir nicht zu nah. Was? Wie kann ein 26er Pokémon meinen einfach so weghauen? Ja, ey, was ist denn verkehrt bei dir? Mein Liebling Ursaluna, du musst von dem ganzen Herumtoben richtig erschöpft sein. Gleich geht es dir wieder besser. Versprochen.
Dies ist eine geheime Medizin des Perlclans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin Toxitilga. Dieses Mittelchen ist extrem stark. Daher können wir es nur für robuste Pokémon wie Ursaluna verwenden. Ah, schau, es scheint sich endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Genau, ihr von der Galaktik-Expedition seid überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallene Axanthor beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch Ursaluna ging kein seltsames Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte da noch etwas an Ursalunas Körper. Ich denke, es ist eine Art Puder. Außerdem frage ich mich, warum wollte diese Inazu vom Diamond Clan überhaupt mit mir über Ursaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast etwas Wichtiges vergessen. Würdest du die Elysienflöte für mich spielen? Ursaluna hat sich deine Melodie eingeprägt. Du erhältst die Erdtafel von Ursaluna. Ursaluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Oh. Interessant. Und wie rufe ich den? Oh. Oh. Hä? Hä? So. Hä? Altes Gedicht? Hinfort trägt der Sturm der Pokémon Gebein, gleichsam auch die Gedanken mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die hinfortgetragen schon der Fluss, und die Zahl jener, die noch gehen muss. Denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Ah. Alles klar. So, wo soll ich überhaupt hin? Neue Nebenmission, check. Da ist er. Sei gegrüßt, bist du nicht der Junge vom Forschungstrupp? Ja, Mann, bin ich. Was willst du denn? Die Errichtung der Ödnisbasis. Das klingt doch mal gut. So. Hilf bei der Einrichtung. Ja, aber logisch, ich komme. Ein Portplatz ist immer gut. Jo, ich bin da. Ey, du bist aber jemand anders.
Warte, bleib besser da, wo du bist. Schau dir das an. Sie haben einfach so den Boden besetzt, auf dem ich das Lager errichten wollte. So. Ich bräuchte Hilfe, der gut kämpfen kann. Ich kenne mich aus. Wirklich? Du weißt aber schon. Und ordentlich stinken und so. Das mache ich schon. Wenn du drauf bestehst. Deine Gegner sind drei Pokémon, damit du es weißt. Und die stinken, sag's dir. Oh. Stimmt. Ich bin noch angeschlagen. Verdammt. Alles klar. Wird kein geben so. Ach komm, lass mich. Lass mich raus. Hat doch keinen Wert. Oder warte mal. Alles klar, hat keinen Wert. Lass die Beine. Hallo, wie komme ich denn hier raus? Gar nicht. Dass die meine Pokémons alle zerstören, obwohl die zwischen 10 bis 20 Level fast höher sind als die. Und dann machen wir mich mit einem Schlag kaputt. Das ist ja. Und den Level 17er da macht der gar nichts. Ist klar. Warum kann ich nicht aus dem Kampf abbrechen, Mann? Tolle Sache, ganz tolle Sache. Super. Mann, Mann. So. Probieren wir es nochmal. Gibt's nicht, was die mir abziehen, das ist Wahnsinn. Oh, und schon wieder kriegt mein Pikachu keine EP, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist nicht normal. Du bist ja wirklich stark und auch deine Pokémon sind so mutig. Du hast beim Kampf gegen die Skunkapu nicht einmal die Nase gerümpft. Ich bin sprachlos. Dank dir kann ich jetzt das Lager errichten. Bitte warte einen Augenblick.
Puh, na, was sagst du? Hier kann man sich doch wohlfühlen, oder? Die Sk und Capo haben glücklicherweise ihren Gestank mitgenommen, also kannst du dieses geruchsneutrale Basislager jederzeit nutzen. Neue Basislager verfügbar. Gott sei Dank. Mit der Ödnisbasis steht nun unser zweites Basislager hier im Roten Sumpfland. Vielleicht kommen die Skunkapu auch früher oder später zum Spielen vorbei. So, was haben wir jetzt? 26, da fehlen noch ein paar Aufgaben. Ich muss erstmal meine Pokémon zahlen hier. So, als nächstes. Perfekt. Vier Aufgaben, sagt die Zeit. Okay. Wo sind wir denn hier überhaupt? Warum ist da ein Pin? Achso, der kann weg. Okay, gucken wir mal. Kommen wir hier irgendwie weiter runter? Das zu erforschen. Wo soll ich überhaupt hin? Achso, den Bericht abgeben, okay. Ah. Ich gucke mal. Yippie! Königsblatt. Was ist denn? Ach klar, da komme ich schon. Siebenundzwanzig. Dummes Vieh. Nerven. Was ist das? Ist das ein Bär? Oh, ein großer Bär. Einundzwanzig, ey. So. Entwicklung möglich. Ach, wie ich immer die falschen Knöpfe drücke. Okay. So, ich wollte einfach mal hier so weiter runterlaufen, ne? Was es hier noch so zu entdecken gibt. Ah, leider nicht viel. Ganz zufällig wieder so ein Ding gefunden. Was?
19 Stück befinden sich hier noch. Okay. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Also habe ich hier eigentlich soweit alles erkundet hier. Gehen wir mal hier. Zu dieser Basis. Ah, warte mal. Was ist das? War das bei einem Pokémon? Irgendwie erinnert es mich an etwas, wovon mir Volvo erzählt hat. Buchstabengleichende Muster, die in Wände der Ruinen gemeißelt worden sind. Ah. Zählt für diese Pokémon hinzufügen. Oha. Inkognito-Notizen. Aha. Ach, da war's doch, was? Gefangene Form. Achso, ich hab keine Gefangene. Ah. Okay. So. Du jetzt machen. Jetzt kehre ich mal ins Dorf zurück. Oder? Ist das noch da? Nö. Geh schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Chill! Ich will nicht zum Expeditionsleiter, ich will. Was wollte ich denn? Verdammt. Ja, keine Ahnung. Hab's vergessen. Ah, auf jeden Fall sehe ich gerade, wir sind schon wieder über der Zeit. Und. So, für. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich wieder erstmal meine Pokémon trainieren gehen, wieder ein bisschen. Ach, hier oben kann ich schon was holen. Und wenn ich die dann alle schön trainiert habe, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Trainieren werde ich nämlich immer schön offline, werde die Sachen ein bisschen farmen und so. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.